Mahlzeit zusammen. So, ist jetzt 3 Wochen her, dass ich das letzte Mal hier war. Da sind die ersten Frösche unterwegs. 3 Wochen her, dass ich das letzte Mal hier war und die ganzen Geschichten hier mit ein bisschen Reizfütterung versehen habe. Sehr kontroverses Thema anscheinend. Darum geht es ja nicht. Was ich danach nochmal gemacht habe letzte Woche, war die Futterpakete runtergeholt und die Fluglöcher freigemacht, das heißt die Mäusegitter runtergemacht und bei dem einen oder anderen Volk geguckt, ob genug Futter einfach noch da war. Das musste ich allerdings relativ zügig alles machen, weil es relativ kalt war. Das heißt, ich habe eigentlich nur die Folie an meiner Seite weggemacht, habe geguckt, ob die Futterwaben an der Seite noch voll sind. Wenn das nicht der Fall war, habe ich da welche dazu gemacht. Da habe ich überhaupt nicht ins Brutnest reingeguckt oder sowas, weil das wirklich so windig und zugig war. Das hätte wenig Sinn gemacht. Heute haben wir wieder, wie die letzten 3 Tage, irgendwie fast 20 Grad hier. Und wie man sieht, die Damen sind voll dabei. Da ist ein Gesumme hier und wir haben jetzt gerade mal, ich glaube 10 Grad, aber mit der Sonne dazu ist das natürlich was, wo es bei den Bienen ordentlich vorwärts geht. Wir gucken heute rein und werden teilweise erweitern. Vielleicht haben sich die Damen auch schon selbst hinter das Sheet erweitert, sodass wir da Sachen umhängen müssen. Müssen wir mal schauen. Ansonsten habe ich die ersten Honigräume mit dabei, weil hier hinten stehen ein paar große Kirschen. Die sind in der nächsten Woche dran. Die haben jetzt auch für diese Woche noch weiter irgendwie 18 bis 20 Grad angesagt, sodass wir da unter Umständen bei den großen Völkern Honigräume draufsetzen. Aber da müssen wir mal schauen. Das ist immer so ein kleines Spiel, wie schnell man da was draufsetzt. Weil natürlich, ich sag mal, der Raum, den die reizen müssen, dann deutlich größer wird. Ne? Andererseits willst du natürlich auch, dass die Bienen nach oben gehen zum Bauen und nicht irgendwie Wildbau hinter dem Sheet anfangen. Deswegen ist es auch immer ganz gut, wenn du denen sozusagen Honigräume mit ein paar unausgebauten Mittelwänden mitgibst, dass die einfach oben Platz haben zum Bauen, die jungen Bienen, die ihren Wachs wohl loswerden müssen. Naja, ich nehme euch mal mit rein. Wir sehen uns gleich in Verkleidung. So, wir sind wieder bei den 2 Völkern, die wir jetzt jedes Mal angeguckt haben. Ich schaue mal rein, was wir da so vorfinden. Das waren Völker, den hatte ich hinterher noch mal Honigwaben hier reingehängt oder Waben mit Futter, weil die relativ stark waren. Da ist jetzt aber noch genug drauf. Man sieht, es hier noch genug Futter drauf. Hier haben sie schon frisch eingelagert. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber hier glänzt es überall zwischendrin. Ich denke, wenn ich hier, ja, da siehst du das Tropfen, also von mir aus ganz klares Zeichen, dass hier auf jeden Fall ein Honigraum drauf muss. Die nehme ich sonst ihr Brutnest zuknallen, auch hier, komplett voll mit Honig, wenn man so will. Dann werde ich, glaube ich, auch eine von den Futterwaben hier rausnehmen. Und dafür dann wahrscheinlich dem Volk eine neue Wabe, eine ausgebaute reingeben. Ein bisschen fickrig dieses Volk hier, würde ich jetzt mal sagen. Auch hier siehst du, dass sie schon angefangen haben, Honig einzutragen auf der Wabe. Die Rückseite ist in der Mitte bestiftet. Also so ist bestiftet hier. Dieser Kreis und rundherum haben die Futter angefangen. Also ganz klar für mich ein Zeichen, dass hier ein Honigraum drauf muss. Die Wabe ist fast komplett bebrütet. Am Rand nur ein bisschen Futter drauf. Hier am Rand noch ein bisschen Futter. Ja. Schön stark.
gucken, bei den anderen Völkern gehe ich normalerweise nur noch an den Rand ran und gucke, ob da noch fast Fly ist. Auch hier ist noch genug Futter drauf. Letzte aussieht. Ist leer gefressen. Mal nur gucken, ob da Stifte drauf sind. Die werden wir jetzt im Prinzip hier daneben hängen. Die können wir einfach jetzt mitbenutzen. Und drauf stiften. Zwei Futter waren am Rand, die lassen wir denen noch. Weil wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie schnell jetzt hier, ob das dann, sagen wir, in einer Woche oder in zwei Wochen wieder Ruhe ist mit der warmen Phase. Von daher bleibt das erstmal so drauf. Und wir machen hier gleich noch einen Honigraum drauf. Das mache ich aber nachher alles hintereinander. Nur ein bisschen das Wachs schon mal weg hier. Warte ich, bis die gleich wieder ein bisschen ruhiger sind. Und dann kriegen die ihren Honigbaum oben drauf. Alle hintereinander. Die markiere ich mir jetzt einfach. Dass hier ein Honigbaum drauf muss, dann kommt das Ding hochkant. Und fertig. Nächste Volk. Also wie man sieht, oh, jetzt ist er weggeflogen. Die Damen tragen alle fleißig Pollen ein. Schauen wir mal, wie es bei denen aussieht. Also da ist noch genug Futter drin, ne? Hier ist randvoll zwei Waben, die nächste sieht genauso aus. Danach noch mal eine, die genauso aussieht. Das war ein bisschen schwächer. Also was wir hier gucken, ob hier gut drauf ist. Aber auch hier, selbst hier sehe ich frisch eingetragenen Nektar. Selbst hier glänzt es auf der Wabe frisch eingetragen. Schauen wir mal, wie es da drin aussieht. Die ist fast komplett voll, also auch denen werde ich jetzt eine frische Wabe mitgeben. Da ist zwar rundherum noch ein bisschen Honigkranz, aber ich sehe halt rundherum auch frisch eingetragenen Nektar, sodass es da auf jeden Fall auch Zeit wird, Honigraum draufzusetzen. Selbst wenn die jetzt noch auf 3 sitzen, schlüpfen hier demnächst so viele Jungbienen. Und ich habe halt ein bisschen Angst, dass sie sich den Brutraum hier mit Honig zuknallen. So dass die lieber was oben drauf kriegen. Also alle drei Waben ähnlich, ich sag mal zu 80% belegt. Theoretisch könnten wir jetzt noch ein bisschen warten, aber in dem Fall würde ich denen jetzt was drauf geben. Die frische Wabe, weil die hier am weitesten bebrütet ist, würde ich jetzt hier reinhängen. Ich hole mal kurz eine. So genießen. Es ist noch ein bisschen Futter drauf, ne? Aber ist auf jeden Fall so, dass sie da mit anfangen können. Jetzt im Frühjahr ganz wichtig, denen jetzt nicht irgendwelche Mittelwände geben zum Ausbauen, sondern ins Brutnest oder ans Brutnest dran nur frische Geschichten, die schon ausgebaut sind, wo die einfach reinlegen können. Auch denen lasse ich ihre drei Futterwaben hier hinten noch. Was ich jetzt hier ein bisschen mache, ist ein bisschen Wachs runterkratzen. Die sind deutlich friedlicher hier.
Also die erste Dame ist auch eine, da muss man sich überlegen, wie die sich übers Jahr verhalten. Ob man die behält oder ob man die kurzfristig austauscht. Weil das macht natürlich wenig Spaß. So müssten die eigentlich sein. Also bei denen ist es so, da fliegt nichts auf. Ne? Die sind nicht so aufgewobelt, aufgedreht. So sollte es eigentlich eher sein. Also auch denen gebe ich gleich den Honigraum. Aber mach die erstmal nochmal zu. Die kriegen einfach ihren Stein hochkant für, ich gebe denen was. Und dann sehen wir mal weiter. So, ich mache mal den Rest und dann nehme ich euch gleich nochmal mit rein, denke ich. So, sieht besser aus als gedacht. Ich habe bei allen einen Honigraum draufgesetzt, bis auf, ich glaube, 3 oder sowas. Ich muss jetzt nochmal 6 holen, weil ich zu wenig mit hatte. Weil damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, aber die hatten fast alle frischen Nektar im Brutnest, was ich nicht so toll fand. Deswegen habe ich denen oben was draufgegeben. 80% haben sich inzwischen auf 4 bis 5 Brutwaben selbst erweitert gehabt, sodass die jetzt fast alle 4 haben und ich glaube so die ersten 10 oder sowas haben 5. Ich habe einen dabei, die versuchen gerade noch mal umzuweiseln, wobei eine Königin da drin ist, da weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll, das lasse ich noch ein bisschen laufen, also die legt noch, aber nicht so viel. Und ich habe irgendwelche Weiselzellen, das lasse ich jetzt mal ein bisschen laufen und dann gucken wir mal, zur Not wird die einfach nächste Woche umgeweiselt, wenn das nichts gibt. Das heißt einmal abstoßen, neue Königin reinhängen, dann dürfen die wieder reinfliegen und dann gucken wir mal, was da wird. Ja, ansonsten bin ich echt zufrieden, wenn das jetzt die Woche so bleibt, glaube ich, dass ein Teil der Honigraum auch schon angenommen wird. Ja, also wir haben jetzt, ich glaube jetzt haben wir 20 Grad, ich bin richtig am Saften. Wie wir sehen, sind die Bienchen fleißig dran, die haben alle dicke Pollenhosen dabei, ne, und tragen Nektar ein. Also hier scheint schon irgendwas ganz massiv zu blühen. Ich habe hier auch so ein paar schöne Blumenwiesen dabei, die angelegt haben vom Naturschutzbund, wo die ersten Frühblüher dabei sind. Wie gesagt, die Kirschen fangen hinten an. Von daher scheint das gut zu sein. Ja, ich fahre jetzt noch mal kurz nach Hause, hole noch mal 6 Honigräume, schmeiß die drauf und ich denke, wir sehen uns dann vielleicht nächste Woche, wenn das Wetter passt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir wie immer einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar. Fragen, Anregungen natürlich auch unten in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke!